Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Opas Erbe mit dem lieben Herrn McCracken. Was geht ab? Jo. Oder wie man auch hier sagt, dzień dobry. Dzień dobry. Ich bin jetzt aber, ich habe Angst, das auszusprechen, dann mache ich wieder irgendwas verkehrt. Ich bin auf dem Feld 51 angekommen zu unserer ersten Düngemission. Du hast ja letztes Mal die super gute Idee gehabt, Schüttgutdünger zu holen, sonst hätte uns das ganz schön gekniffen. Und ja, ich leg direkt los. 12% schon. Ja, super. Mega. Krass. Ich habe 8. Ja, ich bin hier dabei, das Feld 27, 1,5 Hektar zu grubbern, was uns auch ein bisschen nach vorne bringt. Und ich glaube, das sind dann auch die letzten beiden Missionen für den heutigen Ingame-Tag. Kann gut sein. Wobei die große wäre schon. Boah, die wird schon schmecken, ne? Ja, ich habe hier aus Versehen Heavy gestartet, my bad. Das, ja. Da gibt's, glaube ich, auch eine Mod, habe ich letztens gesehen. Entweder keine Mission oder keine. Nee, keine Missionsfahrzeuge gab's, glaube ich. Na gut, das haben wir ja irgendwie so drin, ne? Ja. Muss das, ich bin auch immer so, ich habe anfangs gesagt, ich will mir das Ding nicht vollballern und dann, oh, guck mal, das ist rausgekommen, geil. Ja, wobei, ich glaube, wir haben jetzt 7 oder 8 Mods hier auf der Karte, das ist ja noch absolut überschaubar. Ja, ja. Ich würde sagen, wenn wir zweistellig bleiben, dann sind wir gut. Ja, im Gegensatz zu dem, was du auf amerikanischen oder französischen Maps hattest, ist das schon. Ja, das war schon krass. Aber das merkst du auch, das Spiel läuft deutlich besser und ich glaube nicht unbedingt, dass es an der neuen Engine liegt, beziehungsweise an der überarbeiteten Engine, sondern eher daran, dass es quasi ein frischer Installer ist. Hm. So. 40% schon? Ah, grubbern. Braucht ein bisschen mehr. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber hast du Lust, nach dieser Düngemission nochmal die Arbeitsgeräte zu tauschen? Ja, das können wir gerne machen, weil dann haben wir cool. Haben die ein bisschen Düngen bei dir gesehen. Jo. Und wir müssen dann vielleicht gucken, ne, dass wir unser Feld, was ich ja in der letzten Folge gegrubbert habe, auch dann gleich düngen. Ja, da müssen wir auch einmal drüber düngen. Ne? Genau. Wobei ich ehrlich sagen muss, dieser Düngerstreuer kostet irgendwie 30 oder 40 am Tag. Ich glaube, den brauchen wir nicht zurückgeben. Ah, okay. Der ist super günstig. Ja, ich bin auch fast der Meinung, dass wir... habe ich mir letztens so gedacht, alles, was wir mieten können und dann halt außerhalb der Saison, solange wir, dann können wir es zurückgeben, weil dann kostet es am Tag noch, war jetzt egal. Aber auf jeden Fall sollte man, glaube ich, erstmal in auch Felder dann investieren, ne? Dass wir eigene Produkte haben. Ich glaube, das macht ganz schön viel Sinn. Ich glaube, dass eigene Fahrzeuge tatsächlich das Letzte ist, was wir brauchen. Also, was wir uns leisten sollten. Ja. Vielleicht dann eher eigene Anbaugeräte zur Einfachheit. Ja, genau. Das, ich sag mal, richtige Landwirte, die kaufen auch halt, ja auch eigentlich nicht immer Riesen, den Schnäppchenmarkt beobachten. Oha. Da gibt's ja aber auch was drin? Viel. Ja, aber achso, das ist das, was wir verkauft haben. Ah, okay, deswegen. Ja, aber ganz schade, sagen, der Anhänger, der interessant wäre, der ist fast gar nicht reduziert. Der. Nein, ich fahre nicht, weil ich bin eine Nase. Aber ist dir. Die Zeit ein bisschen langsamer. Ja, okay. Ist dir aufgefallen, dass so der Verbrauch an Saatgut und auch Spritzmitteln, habe ich letztens gemacht in einem anderen Spiel, drastisch, oder was heißt drastisch, aber viel weniger geworden ist, was man verbraucht, auch ohne Precision? Ich meine es bei Kalk auch ein bisschen gemerkt zu haben, war mir aber nicht ganz sicher, um ehrlich alle, zu sein. Alle diese, weil, alle ja. diese, alle diese Arbeiten, Verbrauchsgüter, genau dazu. Das Wort habe ich gesucht. Ist, was ich gut finde, ist runtergekommen. Ja, sehr cool. Also ich habe jetzt das erste Mal leer, ich muss jetzt nochmal nachkaufen. Ich gebe aber zu, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Ich war kurz im Menü und da ist er stehen geblieben. Ja, da. Der Ladewagen wäre theoretisch interessant, ne? Also wir müssen ja irgendwie
müssen wir ja das Gras dann auch vom Felde kriegen. Ich wende einmal und dann... Dafür brauchen wir schon einen Ladewagen, ne? Dann gucke ich mir das an. Komm, ich fahre einfach die Bahn jetzt. Dann kann ich länger gucken. So, Ladewagen, den angeboten uns. Auch einer, auch einer, den wir verkauft haben. Ladewagen, ich hätte ja mehr Bock auf eine Presse, ne? Ich finde find die um einiges effektiver. Weil du kriegst mit viel weniger, viel mehr bewegt. Aber Gras könntest du direkt ja gut. So. Ich sag mal so, wenn wir dieses ganze Gras-Equipment hätten, könnten wir natürlich auch einen Haufen Missionen machen, ne? Das also stimmt. Wenn da und vor allem und, Ballenpresse auch. Ballenpresse und so, dann könnte man super viel. Und ich würde es ja schön finden, wenn es ein paar Missionen gibt, die wir dann auch gemeinsam machen könnten. Das stimmt. Dass wir nicht so auf unterschiedlichen Feldern rumhopsen, sondern irgendwie ein bisschen was zusammen machen. Das stimmt. Das ist aber eher so, ja gut. Vielleicht müssen wir einfach mal gucken, dass wir Felder in der Nähe voneinander haben. Weil, im Moment ist es ja noch Kampf ums Überleben. Weil ich überlege gerade, was. Es gibt keine Missionen, die die zwei Fahrzeuge benötigen. Naja, ernten? Ja, aber dann steht einer und der andere fährt. Ja, aber ist zumindest. Ja, schon, ne? Aber. Weil, ich sag mal, wenn wir unser eigenes Grasfeld haben, dann nachher auch. Dann ja, ne? Eigene das ganze Grasfeld machen und ja, so. Ja, das schon. Aber es ging ja gerade um Missionen. Ja, ist schon. Früher war ja so, ne? Bei Grasmissionen kannst du bis zu dritt sogar dabei sein. Aber es geht ja heutzutage nicht mehr. Wieso? Weil entweder hast du Mähen oder Pressen oder Dings. Also du hast immer nur eine Aufgabe. So, das war vorher war es ja Pressen, aber da musstest du auch mähen, ne? Ja, da musstest du alles machen, ne? Also. Und wegbringen und alles. Das musst du ja halt alles gar nicht mehr. Durcheinander mit dem Tempomat hier. Lohnzahlung 1 Euro. Was hast du gemacht, Kollege? Aus Versehen schon wieder Hase. Ich überlege gerade, bevor wir schlafen, trinken wir erstmal ein Bier. Auch? Ja, dafür sollten 370 Euro auch reichen. Aber bevor wir schlafen, sollten wir uns vielleicht wirklich zwei Rinder holen, weil zum Aufwachsen, bevor die Milch geben, reicht die Weide, ne? Keine Ahnung. Und Frontmähwerk, um ein bisschen... Ne, Heu. Ah, da müssen wir es auch wieder... Mist, kann ich jetzt sehen, wo das Feld hier noch nicht richtig bearbeitet worden ist? Irgendwas hatte ich dir, was ich dir letztens auch eigentlich noch sagen wollte. Auftrag abgeschlossen. Super. Minus 599? Was ist das denn jetzt? Was hat warum haben wir minus... Hast du geachtet, ob es mit Mineral oder sowas Dünger gemacht werden musste? Ne, aber hat ja funktioniert. Aber ich muss es jetzt erstmal noch abgeben, das habe ich noch nicht gemacht. Achso. Aber warum, wieso sind wir trotzdem in Minus gekommen? Zinsen? Nee, als ja doch, warte mal, aber es ist genau als es 17 Uhr wurde. Nee, da war... Finanzen? Finanzen? Miete für Fahrzeuge. Ach so, klar, Arbeitsstunde, ne? Ja. Aua. Okay, dann gebe ich mal den Auftrag ab.
Er bringt uns nämlich zurück ins Plus. Aha, was? Ja, wenn du möchtest, können wir wechseln. Ja, okay, warte. Ich komme zu dir. Wo bist denn du? Welches Feld? Feld 27. Okidoki. Ich bringe Büchsenbier mit. Büchsenbier? Klar. Hatte ich hier einen Trecker, ist warm. Oh, weißt du was? Tiske, bitte. Ich habe hier, ja, ist es, zufällig. Ja, perfekt. Aber es ist warm. Lag hier im Trecker, hat der Vormieter hier oh, drin ich liegen bin, lassen. Wird schon auch gut ja, sein. Gut. Und ich bin auch Fan von Tiske Radler. Also. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo ich auf dieser Karte hin muss. Ich guck schnell. Du bist 27, hatte das ganz woanders vermutet. Okay, hier vorne ja, ist dann relativ gar nicht so weit weg von uns, über der Getreidemühle. Das glaube ich, die Getreidemühle. Ah, das ist ein Feature, ich zeige hier die Karte. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Achso, aber eins kann ich. Du magst den neuen Helfer nicht. Nee. Also, was heißt, ich mag den neuen Helfer nicht? Ich habe das, glaube ich, im Singleplayer auch gesagt. Ich freue mich für die Konsolenspieler, dass der Helfer etwas besser geworden ist. Und die können ja diese Script-Mods nicht ausführen. Das heißt, sie haben ja gar keine richtige Alternative. Ich bin aber weiterhin der Meinung, wenn man Cosplay und Autodrive ja. in dem Stadion, in dem es nun mal im 22er war, kennt, dann kann man einfach mit dem Helfer nicht wirklich glücklich werden, aber weil man immer hofft, dass das andere kommt. Wo fahre ich denn jetzt schon wieder hin? Das stimmt, ne? Also im Vergleich dazu ja. Aber das ist ja eigentlich, ist das ja halt wieder eine Mod und man müsste das ja eigentlich mit dem alten Helfer vergleichen. Und da finde ich. Im Vergleich zum alten Helfer ist es super. Ist der da gebe ich dir absolut recht. Mega gut. Aber geworden. Wenn man mal ganz ehrlich ist, die Aufgaben, wofür ich einen Helfer brauche, also ich versuche das mal zu erklären. Der Helfer im LS ist meiner Meinung nach nicht dazu da, Faulheit zu kompensieren oder aber mehrere parallele Aufgaben zu machen, sondern der Helfer sollte dafür da sein, dass Aufgaben, die nicht alleine funktionieren, dann ja. funktionieren. Aber, ja, gut, mit diesem. Ja. Und genau das kann er nicht. Er kann die einfachen Aufgaben, die man selber ja auch ohne Probleme machen kann, vielleicht nur keine Lust hat, das kann ich auch nachvollziehen, aber. Das, was ich nicht alleine spielen kann, wenn ich also wirklich alleine spiele, ich spinne jetzt mal, ich bin 12 Jahre, habe das Spiel geschenkt gekriegt, sitze am Computer, habe nicht unbedingt Multiplayer, man sollte auch Kinder nicht uneingeschränkt ins Internet lassen, bin ich der Meinung, dann spielt er das im Singleplayer und dann wird er zum Beispiel niemals Möhren ernten können. Ich meine, du kennst meine ja. Affinität zur Möhrenernte und ich finde, das sollte der Helfer kompensieren. Ja, das stimmt schon. Deswegen. Moin, moin. Hallo. Ja, perfekt. Dann wende ich noch einmal für dich. Oh. Also, C-Tor, ja, kannst du fahren. Wundere dich nicht. Die Animation von dem Düngerstreuen ist kaputt. Der ist nicht leer. Der ist noch ganz gut gefüllt, aber irgendwie zeigt er das nicht an. Hab den Sitz schon zurückgemacht. Dankeschön. Bitte. Oh, das ist irre. Ist nicey-micey aus, finde ich. Wir haben diesen Mod-Hider noch nicht drauf, oder? Den Dings-Hider. What? Den. Bild 45. Den Hat-Hider. Nee, wegen Screenshots? Ja. Nee, leider nicht. Das, ja. Gut, ich nehme. Ja, erst den besser bezahlten. Ich nehme einfach beide an, oder? Direkt. 1,5 und 1,6. Hey, mach mal nur eins, damit wir einen abschließen können, vielleicht heute in der Folge noch. Ja, aber ist doch egal. Also, ja, okay. Dann nehme ich den besser bezahlten. Ich habe die Zeit auf einfach gestellt, damit es nicht Auftrag so rennt. Auftrag annehmen. Da. 17 Uhr, ich bin auch schon ganz schön müde, Cousin. Hör auf zu jammern. Nee, aber es ist auch schwierig und Handwerk und so. Ich komme ja aus einem Bürojob. Ich wollte mal auch fragen, wie es vielleicht mit Homeoffice ist. Ja, klar. Du kannst zu Hause Essen machen. Und das nächste Mal bist du auch wieder mit Abwasch dran. Und ich hoffe, wir können uns bald eine Geschirrspülmaschine leisten. Ja. Wir können ja auswärts essen. Die
heimische Gastronomie unterstützen. Das ist eh eine gute Idee. Ja, das ist auch eine verdammt gute Gastronomie. In Polen. Warst du schon mal in Polen? Ja. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht sehr oft da war, aber immer sehr gerne. Ja. Aber das wäre doch mal was. Irgendwann, wenn wir es uns leisten können, lade ich dich zu den alten Bauernhöfen meiner Familie an und wer. Ey, mach mal so ein Real-Life-Ding, ja, so ein Roadtrip. Ja, und dann sage ich meinem Cousin, der hat ja mittlerweile sowas wie ein Lohnunternehmen, dass wir für eine Woche vorbeikommen und auf den Feldern arbeiten wollen. Du hast einen Cousin mit dem Lohnunternehmen und bist trotzdem hier, da will ich hingehen. Ja. Das wäre cool. Wir könnten auch Roadtrip-mäßig, müssten wir uns was überlegen, müssten wir uns irgendwo, ich wollte gerade sagen, einen ganz alten Pickup besorgen, aber ja. Wo kriegt man so ein Ding? Wobei, mit Autos kaufen kennst du dich doch aus. Ja. Das ist... Alter, ich weiß gerade nicht, was ich hier dünge. Wie läuft der denn, der Volvo? Sehr gut. Also, ich habe gerade keine Anstalten... Also du düngst irgendwie das Feld nicht, ne? Oder? Du düngst das Auftragsfeld nicht, oder? Bin ich gerade dabei. Ne, weil die Prozentzahl geht nicht hoch. Ich habe jetzt gerade angefangen. Ich habe mir die Spurführung gesagt, hast, du weißt nicht, was du. Ja, also ich weiß nicht, was ich dünge, weil hier das Unkraut ist größer als die Frucht. Und deswegen hat mich das gerade gewundert, dass ich hier düngen soll. Ist die Lampe denn gewechselt gekriegt? Hinten links? Ja. Hast du nicht zu Ende geguckt, ne? In dem Video, das ich geguckt habe, hast du dann mit der Lampe abgebrochen und fingst an, am Autoradio rumzufummeln. Ja, und dann. Achso, habe ich das nicht gezeigt, dass ich das zu Ende gemacht habe? Nee. Okay. Nee. Aber ich kann ja mal, wenn du wirst ja hoffentlich einverstanden sein. Du hast mir ja vor der Aufnahme erzählt, dass du jetzt auf Instagram so kleine Reels machst, wie du aktuell gerade täglich ein bisschen im Garten was machst, ja. kann man ja einfach mal, ich finde ja für sich selber Werbung machen immer blöd, aber wenn ich das für dich mache, ist das, glaube ich, in Ordnung. Also geht mal auf Pavels Instagram-Account. Wie heißt du da? Pavel Knust. Das ist einfach und da könnt ihr euch die Reels angucken, was er so jeden Tag eine Viertelstunde ungefähr im Garten an Progress macht. Real-Life-Progress. Ja. Ich würd mir ja im echten Leben total gerne so eine Prozentanzeige oder so eine Statistiken wünschen, ne? Ah, da habe ich jetzt so wieder bei Mods. Ich habe es nur überflogen, aber irgendwas gesehen. Gibt es da jetzt so eine Mod für, wo du Statistiken haben kannst? Und was für coole Statistiken? Weiß ich nicht genau. Wie gesagt, ich habe es nur überflogen. Aber ich habe das, was ich gelesen habe, ich krieg's nicht mehr zusammen, weil es auch gestern oder vorgestern war, habe ich direkt an dich gedacht. Das wäre mega. Ich zu allem Statistiken. Ich würde am liebsten eine Statistik zu jedem einzelnen Trecker haben. Statistik zur Statistik. Ja, genau. Ich habe hier eine Statistik über die Statistik gemacht. So, und ich würde gerne wissen, ob ich hier schon mal lang gefahren bin. Ich glaube, ich sollte mir die Linien anzeigen lassen. Du kannst aber auf der Karte dir das angucken. Ja, ich habe auch. Ja, aber da muss ich halt immer raustabben und das fällt jetzt nicht so lang. Und ich weiß dann immer nicht, wo ich genau gucken muss. So, ich mache mal so. Ich halte einmal kurz an. Unkraut muss weg, damit ich gedüngt angezeigt bekomme. Nein, weil da steht, muss gepflügt werden. Nein. Ich mache alles einmal aus und ich zeige mir nur gedüngt an. Wer hat das denn gemacht? Mineraldünger ist gleich alle und ich bin nicht fertig. Oder doch? Nein. Nee, 80%. Ja, ich habe nur noch 10 Liter. Ja, das ist nicht so viel. Das Gute ist aber, ich kann jetzt den Grubberauftrag abgeben. Mhm. Und dann haben wir richtig Kohle. Achso, das ist ja. Das 3000er Feld. Okay. Abgeschlossen. Also irgendwie. Ohne. Ich glaube, das 7000er annehmen, das schaffen wir heute nicht mehr, ne? Nee. Also, das müssen wir dann am nächsten Tag machen. Falls es was geht. Kurzes. Pflügen. Also irgendwie. Spritzen, Steine sammeln. Der lenkt nicht dahin. Wohin so?
Bin ich jetzt eigentlich irgendwas falsch gemacht? Ne, ich fahre hier hin, er zeigt mir das an, ich drücke auf H und dann sollte er doch eigentlich in die Spur gehen, ey. Mhm. Hm, macht er nicht. Sick. War doch schon wieder falsch, hab ich für Wetten. Ja, komplett. Dann würde ich jetzt, das ist jetzt eine schwierige Frage, dann ich würde fast sagen, wir geben den Grubber nicht zurück, oder? Was kostet er am Tag? Kann ich das jetzt noch sehen? Weil diese Gebühren sind meistens teurer, als ja, wenn du es, glaube ich, nochmal versuchst zu mieten. Achso, okay, alles klar, guter Trick. So, ich guck mal. Okay, hab gehupt, bin vorbeigefahren und die haben sogar angehalten. Hundert am Tag. Und die Gebühr? 200. Ja, gut. Ja, dann müssen wir aber nächsten Monat auch wieder grobe Aufträge machen. Wenn wir die 7000er Mission machen könnten, stell dir das mal vor, das wäre mega. Das schon, aber ist das so spannend für die Leute? Das war eine Frage. Also halt besser. Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Ja? Definitiv. Ja. Ich denke mal schon. Ich mache den Düngerstreuer einfach voll, ne? Weil da fahren wir ja auch. Ja. Kannst du machen, kein Problem. Sagt er. Kannst du gerne machen. Halt geht da nicht rein, ne? Wäre gut, ne? Ja. Ach so, wir müssen bei uns noch einmal drüber düngen. Deswegen. Also, nee, nicht deswegen, aber. Ach so, kalken mussten wir auch. Ich weiß nicht, ob, warte, ich schon mal gucken, ob Kalk reingeht. Nee, geht nicht. Kalko. Hab gerade probiert, weil da gibt's auch bisher eine Kalkstation. Geht nicht. Okay, alles klar. Es gibt. Weiß gar nicht, ob es schon mittlerweile welche gibt, die das können. Außer den Brandner. Nur der ganz große da. Es gibt. Es gibt. Bei LSFM. Sollst du vom Mod-Hub hier jetzt die Sachen haben, ne? Der hat schon umgebaut, diese beiden Amazone-Dinger, die auch kalken dann können. Auch das Anhänger. Ja, der Vorteil ist dieses mega bequeme Runterladen der Mods, wenn das alles aus dem Mod-Hub kommt. Ne? Lassen wir so, finde ich auch ganz gut. Ich hab's nur gesehen, weil bei LSFM gucke ich auch immer gerne einfach. Ich sehe, ob der noch reinpasst. Ja. So, jetzt lass mich hier noch einmal ganz kurz. Jetzt hat er mir hier Linien angezeigt. Aber ich würde sagen, nein. So, ich würde gerne diese Linie hier reinmachen. Jetzt macht das. Wir könnten jetzt tatsächlich noch. Achso, du wolltest ja. Kälbchen holen, ne? Wir könnten uns jetzt den Weizen holen für die Hühner. Was macht denn hier Sinn? Wie viel Weizen ist noch? Also wie viel Geld kostet der Weizen? 1500 für 1000 Liter. Ich würde behaupten, mit 1000 Liter kommen wir 10 Jahre. Ja, dann los. Also gar nicht drüber nachdenken. Hä, also ich bin jetzt mehrfach gefahren und er macht mir. Also ich muss das, glaube ich, mit Auge machen. Also diese Spurführung funktioniert hier gerade irgendwie nicht. Okay. Warum auch immer. Ich bin jetzt hier wieder lang gefahren und der hat mir das nicht angenommen. Ich weiß nicht, ob die Breite nicht die richtige ist. Ich hatte das auf schmaler gestellt. Aber. Weil ich am Feldrand rumgefahren bin. Das hätte ich vielleicht sagen sollen. Oh Mann. Wo ist unser Pickup? Ja, jetzt steht unser Pickup beim Händler. Ich habe gewusst, dass uns das kneift. Ja, aber du. Ja, wieso? Ja. Hä? Du kannst auch nicht dahin spawnen. Also du musst doch da so oder so mit dem Trecker hinfahren. Ich wollte aber, wir wollten noch den Trecker nicht zurückgeben. Jetzt steht ja immer eins unserer Fahrzeuge beim Händler. Na gut. Ja, aber ist ja richtig. Also wie willst du denn sonst da hinkommen? Du hättest mich doch abholen können. Womit? In den Trecker fährt ja keiner. Kann ja keiner mitfahren. Ja, aber mit dem ist ja auch egal jetzt. Wir müssen auf jeden Fall nachher einmal zu zweit mit dem Pickup fahren, damit wir die ganzen Maschinen am Hofer. Ach so. Das berechnet uns der Händler noch Parkgebühren. Der ist nämlich frech. Der ist auch verwandt mit dem Händler von der Kaselnau. Also irgendwie, ja. Bin ich jetzt lang gefahren, ich habe wieder kein Prozent dazu bekommen. Ich fahre jetzt einmal die Bahn. Ja, das ist jetzt echt blöd mit dieser Teilbreite. Guck mal, wo bist denn du?
45. So, und da fahre ich jetzt. Ah ja, da sind noch so ein paar. Die Ecken sind noch dann den. Ja. Die Ecken und an der. Ich muss jetzt. Die ganze Nordflanke ist einmal noch frei. Welche Nordflanke? Oh, jetzt hat er mir hier das umgestellt. Im Norden ist noch eine Bahn übrig. Da rechts. Hä? Im Norden ist noch eine Bahn übrig? Nee. Im Norden vom Feld ist noch ein schmaler Streifen nicht gedüngt. Oben, ach, Norden ist oben. Ja, okay. Da muss ich ganz nah ran zoomen. So, ich fahre jetzt erstmal das Ding hier ran. Aber der hat hier aber mit der Beschleunigung zu kämpfen, ne? Erstmal in den zweiten Gang zu kommen, ist schwierig. Ah, der hat auch nur 76 PS. Ich habe mich nicht getraut, noch mehr Motorleistung reinzukonfigurieren, weil wir so schmal am Geld sind. Okay, also dann. Pickup. Nee, ich habe jetzt mal eine Beule im Pickup. Das ist natürlich ein Fehler gewesen. Mal gucken, ob hier eine Palette drauf passt. Bin ich immer gespannt. Warte. Worauf warte ich denn? Wie kriegen wir das denn? Können wir es vom Pickup dann runter? Ich hatte das Gefühl, wir fahren nah genug an den Hühnerstall ran und dann mit der Hände. Mit dem Eimer? Mit dem Eimer? Mit dem Eimer. Ich hoffe, das geht. Tierhaltung, Futter, Weizen. Eins. Kaufen. So, gut, dass wir hier diesen Gabelstapler haben. Ich kann endlich mal was wegstapeln. Super nice. Gabelstapler fahren ist übrigens auch eins der coolsten Dinge, die es überhaupt gibt. Hier nutze ich, ich könnte kotzen, ey. Das nervt mich hier gerade ein bisschen. So. Fahren wir jetzt okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier raufpasst. Achso, aber ich könnte doch theoretisch. Ne, kann ich nicht. Oh. Und der hat. Du hast jetzt. Du hast ja schon mal so ein Rücklicht gewechselt, dann kannst du es nur nochmal machen, bestimmt, oder? Na klar, wir haben ja so viel Geld. Okay. Oh, okay. Der federt aber schön durch hier. Lieber mal die Spanngurte drauf. Mhm. Im 17er war das, wo. Ne, im 19er war das, wo immer ein Gabelstapler beim Händler stand, oder? Das gibt verschiedene Maps. Ja, also ich habe es schon auf einigen Maps so gesehen, gehabt. Ich glaube, das hat. Im 19er habe ich ja noch nie gespielt. Also, ne? Ich bin ja erst mit dem 22er auf den LS gekommen. Oh, jetzt bin ich hinten aber schön tiefer gelegt. Ja, schön. Sowas müssen wir uns bitte das nächste Mal sagen. Ja, Entschuldigung, ich hatte noch ein paar Ecken und da habe ich gedacht, ich will nicht zu viel verschwenden. Aber das mit dem Boden ist echt blöd, ne? Ist ja, schön das kaputt gequetscht. Wundert mich auch wirklich. Na komm schon. Weißt du, wie viele Hühner in den Hühnerstall reinpassen? Nee. Du? Rate mal. 10. Ja, besser als 9. Ja. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, ey. Das ist. Ja, ich bin jetzt mit dem Chickenfutter auch. Dann können wir die Hühner in der nächsten Folge kaufen. Ach nee, lass sie doch kaufen, oder? Ah, gut. Dann sehen wir in der nächsten Folge, was die dann schon gemacht haben. Und ich will auf jeden Fall diesen Auftrag hier aber noch abschließen, bevor wir aufhören. Okay. Ich hoffe, ich fahre jetzt in der richtigen Bahn. Fahr doch weiter, du Mistsack. Hühner, die Hühner sehen aus wie Enten. Was? 20. Was 20? Können wir rein machen. Ich denke 10. Nee, ich war geraten. Ich habe gesagt, ich rate. Ah, was habe ich gesagt? Ist besser als 9. Ja, habe ich nicht auch geraten? Nee.
Sind Sie sicher? Na gut, wir können ja nochmal zurückspulen nachher. Ja, ich bin fertig. Ich gebe den Auftrag ab. Er hat mich jetzt sehr gemacht. Gut. Soll ich jetzt 20 Hühner kaufen? 10 und dann vermehren sich 10 wegen Geldsparen. Ja, dann dafür 6 Monate alt oder die jungen Dinger? Das ist natürlich ab wann. 0 Monate oder 6 Monate? Ab wann, ne? Das ist ein halbes Jahr. Ja, ich würde sagen, das dann, dauert. Nee, dann ab 6 Monaten. Dann die teuren, also die Ausgewachsenen, dass sie sich vermehren und dass sie okay. Auch Eier schon bringen, geben. 19 und ein Hahn oder 20 Hühner? 19, ein Hahn. Gut. Also 1000. Das ist teuer. So, dann komme ich mal auch zum Hof jetzt. Jawohl, der Hahn krokelt. Super. Brauchen die sonst noch irgendwas? Ach, wir haben auch noch ein Hühnergehege. Ja, dann wir passen da rein. Das kann ich nicht sehen. Wie hast du das Futter jetzt da reingemacht? Bin rückwärts mit dem Pickup dran gefahren, dann hat er das übergeladen. Ja, okay. Wir haben übrigens einen Schweinestall, ne? Ich weiß. Das ist ja der Hammer. Aber da Schweinefutter wird ja schwierig. Oh, wir müssen es kaufen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ah, das wollte ich dir auch nochmal erklären. Also zumindest ist das so, wie ich das kenne, dass du sammelst ja auf einem anderen Multiplayer die ganzen einzelnen Sachen zusammen und der futtert das nicht. Der kalkuliert das nicht. Der nimmt immer nur eine Sache. So viel ich weiß. Also, das heißt, wenn du das Beste nimmst, das Beste und dann das darunter. Dass wenn du es voll auffüllst, verschwendest du, glaube ich, nur Kapazität. Guck mal hier. Mega! Ja. Ich würde sagen, das ist ein wundervoller Abschluss für diese Folge. Bist du Anmod oder ich Anmod? Ich glaube, du hast Anmod gemacht, dann mache ich Abmod. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über jeden Art, insbesondere die freundlichen Kommentare, freuen wir uns sehr. Guckt auch bei guten Dr. Knust, der heute wieder mit sehr vielen guten Ideen bewiesen hat, dass er LS-Profi ist auf dem Kanal. Der hat auch noch andere Projekte ohne mich und gebt auch da mal ein paar Daumen und Kommentare und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao, vielen Dank. Tschüss.